Hallo Leute und... Hallöchen, meine Äffchen. Oh, ihr seid ja schon wieder da. Ihr seid ganz schön neugierig, was den Server angeht, was? Oh ja, ja. Ja, gut. Schon. Ja, dann setzt euch hin und genießt die nächsten Informationen. Heute wollen wir euch ein bisschen mehr um das Drumherum erzählen, also über das Drumherum erzählen. Was ist denn eigentlich möglich auf diesem Server? Richtig! Was ist possible? Wir haben in der letzten Folge schon gesagt, irgendwie muss man ja auch aus dieser Premium-Lobby wieder rauskommen. Richtig. Und das geht ganz einfach, indem man auf diese Schilderchen hier klickt. Richtig, aber das kostet... 200 Goldmünzen, das kostet was? Geld? Das kostet Geld? Damn, ja, das kostet aus folgendem Grund Geld, nämlich müssen Nicht-Premium-Spieler ja auch 200 Goldmünzen bezahlen, um einfach so schnell reisen zu können. Das haben wir deswegen gemacht, damit das Schnellreisen nicht zu OP wird. Genau, weil die Premiums können halt überall Slash-Up einsetzen. Das heißt, sie können 3000 Kilometer irgendwo hinlaufen, sammeln ihre Sachen, drücken Slash-Up, sind in der Premium-Lobby und kommen von da aus wieder zum Spawn. Genau. Jetzt denkt ihr euch, aber wieso müssen die auch 200 Goldmünzen zahlen? Erstmal können wir hier raufrücken, kommen wir zum Spawn, wie wir gesagt haben. Genau. Und ansonsten, wenn ihr jetzt irgendwo in der Welt umherläuft, hat jeder Spieler, also nicht nur die Premiums, sondern jeder, den Befehl / Kutsche als Option. Wow. Und damit ruft man eben die Kutsche. Plopp. Und schon ist man da. Hier ist die Kutsche. Hier ist der gute René, der euch da hinfährt. Herr Anders, genau. Und ja, generell sieht das natürlich hier noch sehr bekannt aus. Hier fehlen, glaube ich, noch die Zugesel. Aber die sind scheinbar irgendwie despawned aus irgendeinem Grund. Wir wissen nicht genau warum, aber die werden natürlich hier neu hingesetzt. Und ja, dann könnt ihr eben hier die Kutsche bezahlen und zum Spawn reisen. Das heißt, ihr könnt irgendwo hinlaufen, sammelt Ressourcen und könnt den / Kutsche machen. Und habt dann eben die Option, ihr rennt alleine zurück und bezahlt nichts, oder ihr bezahlt die Kutsche und kommt dafür umsonst zum Spawn wieder zurück. Das heißt, wenn ihr irgendwo mal hingelaufen seid, wo ihr keinen Bock habt zurückzulaufen, das ging mir jetzt schon oft so, dass ich dann demotiviert war und keinen Bock mehr hatte, dann könnt ihr einfach die Kutsche zum Beispiel anwenden und seid eben wieder beim Spawn. Und von hier aus könnt ihr eben nicht nur euer Heimatportal nutzen, sondern ihr könnt überall hingehen. Genau. Das heißt, die Kutsche kann euch überall hinbringen, entsprechend. Genau. Richtig. Das heißt, ihr könnt auch von eurer eigenen Stadt das machen, um in eine andere Stadt zu reisen und wieder zurück. Genau. Ist halt, da das kostenlos möglich. Ziemlich OP wäre. Richtig. Und sinnlos. Gedacht, gibt es halt, ja, und sinnlos vor allem auch, genau. Muss man halt einen kleinen Betrag dafür bezahlen. Und die Premium-Spieler müssen eben deswegen auch bezahlen, weil sie keine spielerischen Vorteile haben dürfen, laut Minecraft, AGBs, Euler, was weiß ich. Genau. Und deswegen mussten wir das so tun. Und ja, ist ja auch nur fair für alle im Endeffekt. Genau, ist im Prinzip fair. Und ich denke, 200 Goldmünzen tut jetzt auch keinem, gerade auf Dauer, denke ich mal, nicht weh. Ja, was dazu grundlegend zu sagen ist vielleicht erstmal noch, dass man die Städte auch über Landweg erreicht. Wir hatten das ja ursprünglich mal so gedacht, dass es einen Mittelpunkt gibt und die Städte gleichmäßig drumherum sind. So ist es nicht. Man könnte es sich vielleicht eher als Straße vorstellen. Wir wissen selbst nicht so genau, wie die Städte liegen. Die liegen einfach random irgendwo in der Welt. Okay. Aber man kann sie rein theoretisch über einen Landweg verbinden und ich denke, das wird sicherlich auch ein Ziel sein, denke ich mal. Oh ja. Ja. Gut. Das wäre es dazu. Als nächstes wollte ich ganz gerne eine Kleinigkeit ansprechen. Und zwar gibt es ja die vier Gründer, die vier Stadtherren. Und diese vier Stadtherren haben halt die Hand über ihre Städte, logischerweise. Mhm. Sie sind quasi immer die, ja, keine Ahnung, wie soll man sagen, die oberste Macht einer Stadt. Es wird dann später noch Wahlen geben für Bürgermeister. Je nachdem, wie die Stadtherren das aufbauen. Wenn es eine Diktatur ist, wahrscheinlich weniger. Genau. Den könnt ihr dann halt selbst wählen. Oder er wird vielleicht von einem Gremium gewählt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dann die erste spielerische Anlaufstelle der Bürgermeister. Aber dennoch hat immer der Stadtherr irgendwie die Kontrolle über alles. Das ist so. Einfach damit eben nicht der Bürgermeister sagen kann, jo, komm, YOLO, wir reißen jetzt alles ab. Genau. Ist wahrscheinlich eher ungünstig dann, ne? Genau. Aber im Großen und Groben und Ganzen habe ich mir zumindest für meine Stadt vorgestellt, dass der Bürgermeister halt einen großen Teil der Kontrolle behält und ich halt nur eingreife, wenn es wirklich außer Kontrolle gerät. Genau. Ja. Ja, so sieht das Ganze da aus. Jetzt können wir uns vielleicht nochmal in die normale Welt begeben. Also zum Beispiel gehen wir einfach mal, wenn wir schon von deiner Stadt reden, gehen wir doch einfach in die Berge. Oh ja. Schauen wir uns das hier einfach mal an. Oh. Ja, und hier gibt es, wie schon angesprochen, diese Shops. Da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen.
Diese Shops sind hier unendlich Ressourcen zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt hier unendlich verkaufen und unendlich Geld verdienen, prinzipiell. Genau. Ihr müsst euch das halt so vorstellen, dass theoretisch ist es ja so, wenn ihr in irgendeinem Shop etwas verkauft, bekommt ihr natürlich Geld dafür, aber der Shop-Inhaber bekommt das Geld natürlich auch abgezogen. Richtig. Bei diesen Shops ist es ein bisschen anders, und zwar kommt das aus einem unendlichen Geldpool, sodass ihr unendlich viel verkaufen könnt. Genau. Und du hast es eben schon angesprochen, bei einem normalen Shop. Und normale Shops könnt ihr ganz einfach erstellen. Das kann jeder von euch machen und kann dann eben sagen, jo, ich möchte hier gerne das und das verkaufen, oder jo, ich möchte hier gerne das und das einkaufen, dass Leute euch Sachen verkaufen können, die ihr braucht. Wenn ihr zum Beispiel Schmied seid, dass euch Eisen verkauft wird oder sowas. Genau. Oder eben beides, dass ihr sagen könnt, jo, ich kaufe Eisen und verkaufe es auch. Inwiefern das jetzt irgendwo Sinn macht, ist eine andere Sache. Müsst ihr selbst wissen. Aber vielleicht macht es hier und da Sinn, dass ihr... Im Endeffekt müsst ihr das komplett selbst kalkulieren. Genau. Und die Preise eben auch dem anpassen, was jetzt hier so gerade in Mode ist, sag ich mal. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Laden für Äpfel eröffnet und es noch keinen Laden für Äpfel gibt, dann hat er natürlich ein bisschen die Kontrolle darüber, welchen Preis er macht. Kommt jetzt aber ein zweiter und sagt, ja, ich verkaufe Äpfel aber viel billiger, sollte er vielleicht nachziehen. Oder er macht es nicht, weil er schon seine Kunden hat, seine treuen Kunden. Genau. Naja, da gibt es dann eben, wie es halt in der Wirtschaft so ist, die verschiedensten Möglichkeiten. Wie genau ihr so einen Shop anlegen werdet, könnt, werden wir dann auch im nächsten Video wahrscheinlich besprechen. Genau. Was dazu noch zu sagen gibt, ist, es wird, wie gesagt, für jeden die Möglichkeit geben, eben solche Shops hier anzulegen. Der große Vorteil an diesen Shops ist es natürlich, dass daraus ständig geh- und verkauft werden kann. Auch wenn ihr offline seid zum Beispiel, kann man einfach zu euch gehen in euren Laden. Ey, ich kaufe mir das jetzt, zack, zack und fertig. Es gibt natürlich aber auch, wie auf dem Flohzirkus damals, die Möglichkeit, die etwas unkomfortabler ist, sage ich mal, einen Shop zu eröffnen, den man halt nur benutzen kann, wenn man selbst auch da ist. Das heißt, dass der Kunde halt zu euch kommt, sagt, ich möchte das und das und ihr tauscht die Waren aus. Macht halt gerade Sinn bei Sachen wie Lederrüstung färben, bestimmte oder sowas, wenn es so Kundenaufträge sind, spezielle Sachen. Genau, wenn es so spezielle Sachen sind. Kann man aber auch so machen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich verkaufe Tränke oder sowas, die man jetzt nicht unbedingt auf Vorrat brauen möchte. Genau. Hat natürlich den großen Nachteil, dass man halt online sein muss, hat aber den Vorteil, dass die Shop-Erstellung in dem Moment nichts kostet. Denn so ein Shop mit solchen Kisten kostet 1000 Goldmünzen. 1000 Goldmünzen aktuell, ja. Und das heißt, ihr solltet euch das schon gut überlegen. Mache ich das jetzt? Ihr müsst ja das Geld dann irgendwie auch erstmal wieder reinkriegen. Genau. Das, auf lange Sicht sollte sich das halt lohnen. Deswegen denkt drüber nach. Macht so ein Shop tatsächlich Sinn? Sollte ich jetzt tatsächlich Schwarzpulver verkaufen, wo TNT sowieso ausgestellt ist? Ist die Frage, ob da die Nachfrage auch tatsächlich groß ist. Oder sollte ich in der Hafenstadt wirklich Schwarzeichenholz verkaufen, wo es doch überall rumsteht? Genau. Man weiß es nicht. Das sind so Dinge, die man sich eben überlegen muss und vielleicht auch gucken muss. Ja, wo man das am besten macht, ne? Genau. Ja, das zu den Shops. Wie genau ihr das machen könnt, wie gesagt, später. Dann, grundlegend ist halt gesagt, nach wie vor, ihr habt das Geld. Mit dem Geld könnt ihr einkaufen, mit dem Geld könnt ihr verkaufen, mit dem Geld könnt ihr reisen. Mit dem Geld könnt ihr auch andere Leute bezahlen für irgendwas. Wenn ihr sagt, jo, komm, ich habe keinen Bock, alleine Bäume zu fällen, helf mir mal. Ich gebe dir dann 500 Goldmünzen, könnt ihr machen. Werdet ihr die verschiedenen Befehle bekommen. Auch dazu, das wird dann alles im Tutorial-Part folgen. Ja, und Steuern und so weiter werden halt draufgelegt. Auch, hatten wir das jetzt so umgesetzt, ja, ne? Mit dem Shop, dass davon Verkäufe auch versteuert werden ein bisschen? Ja, richtig. Ja. Macht aber keinen großen Unterschied. Das heißt, es wird zwei Arten von Steuern geben. Einmal eine Daily-Steuer, eine tägliche Steuer, die ihr abgezogen bekommt. Das sollte so um 16 Uhr rum sein normalerweise. Ob ihr online oder offline seid, ist dabei völlig egal. Yep. Ihr bekommt 3% von eurem Gesamtguthaben abgezogen. Einmal am Tag. Was da vielleicht auch noch wichtig ist, ist eben, dass ihr auch dafür, dass ihr online seid, Geld bekommt. Das heißt, für Aktivität sozusagen belohnt werdet. Genau. Das heißt, wenn ihr häufiger online seid, wenn ihr aktiv seid, bekommt ihr eben eine kleine Belohnung und könnt diese Steuer eben sehr leicht ausgleichen. Was auch noch zu sagen gibt, ist, wenn ihr euch besonders für die Städte oder für den Server allgemein einsetzt, was das bautechnisch angeht, wie zum Beispiel eben eine Verbindung zwischen den Städten herstellt. Wenn ihr euch diese Mühe macht, soll das natürlich auch nicht unbelohnt bleiben.
auch da werden wir dann halt ja hin und wieder im Einzelfall halt entscheiden, wie viel uns das wert ist und wie viel derjenige dann kriegen kann dafür. Genau, also so kleine Belohnungen, die dann vielleicht Belohnungen sind oder teilweise eben von den Stadtherren vielleicht auch einfach dazu sind, um euch Ressourcen zu finanzieren. Genau. Da gibt es eben die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Oh ja. Ja, aber generell sehen wir halt, denke ich mal, positive Leistungen für den Server auch sehr, sehr gerne und kann sicherlich mal mit der einen oder anderen Belohnung, ja, auf jeden Fall. Belohnt werden. Belohnung. So viel dazu. Achso, die zweite Art der Steuer natürlich noch. Wie schon erwähnt, wenn ihr in euren Shops irgendwas verkauft, auch da hat der Shop jetzt den Nachteil, weil die normalen Shops, wenn ihr nur online seid, bla bla bla, können natürlich nicht versteuert werden, weil das kein Plugin dafür gibt oder wir nicht haben. Also Verkäufer von diesen Kistenshops werden versteuert mit 5% aktuell. Hm. Was nicht wirklich viel ist, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Und ja. Genau. Das war's eigentlich schon. Richtig. Ja. So, dann ist noch zu sagen, dass jeder von euch den Rang bekommt. Das haben wir schon mal gesagt. Das wird im Chat dann ungefähr so aussehen. Oh ja. Ich bin jetzt zum Beispiel Stadtherr. Es gibt aber auch den Rang Bauer aktuell schon. Für Premium werden wir uns noch was Schönes einfallen lassen, was halt ins Roleplay, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, passt. Es soll kein großer Roleplay-Server werden, aber es sollte halt schon irgendwie stimmig sein, ne? Mhm. Genau. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wir haben diese Shops, wir haben das Geld, wir haben eben Ränge. Jo. Ihr könnt eure Kisten sichern. Das heißt, wenn ihr eine Kiste erstellt, ist sie automatisch gesichert. Wie ihr sie entsichert, wird im Tutorial-Part kommen. Generell sind die aber alle geschützt dann. Das heißt, da kann niemand ran außer euch. Genau. Und das könnt ihr auch mit was noch machen? Mit Öfen, mit Türen, Falltüren. So ziemlich ich glaube auch allen. Spendern und Werfern. Eigentlich so alles, was interagierbar ist. Worum wir euch da bitten würden, ist einfach, dass ihr möglichst wenig Türen verschließt, weil das macht einfach das Gefühl auf dem Server ein bisschen doof, wenn man sich mal ein Haus von innen angucken will. Was hat der denn gemacht? Was hat der denn gemacht, dass man da auch gucken kann? Es ist vollkommen legitim, wenn man sagt, im Keller, ich habe hier jetzt eine kleine Schatzkammer, da sind tolle Sachen drin, die Tür sichere ich mal. Ist okay, dafür ist es da. Aber halt die normale Eingangstür für jeden zu versperren, ist halt irgendwie ungeil. Genau. Gerade weil wir halt auch Videos machen werden, wo wir mal den Server zeigen wollen. Und wenn man dann irgendwo reinkommt, ist halt ein bisschen doof. Genau. Ja. Also aber grundlegend könnt ihr, wenn ihr was Geheimes habt, was ihr verbergen wollt, vielleicht damit es einen Überraschungseffekt irgendwann gibt oder so, dann könnt ihr das theoretisch machen. Solltet ihr aber in Maßen durchaus verwenden. Genau. Ja, und kann aber passieren, dass wir dann als Admins eben diese Türen dann auch mal öffnen, falls wir Verdacht haben, dass da etwas passiert, was nicht passieren sollte. Genau. Ja, dann... Tatsächlich gibt es noch zu sagen, ganz kurz. Weil du gerade gesagt hast, wir Admins, wir können die Türen öffnen und blablabla. Wir werden auch spielerisch keine Vorteile haben. Wir werden DOP sein in dem Moment, wenn wir normal spielen. Wir werden nicht fliegen können, wir werden keinen Game Mode haben. Wir können im Prinzip nicht mehr als ihr. Richtig. Aber wir können zur Not halt eben in diesen Admin-Mode switchen und dann muss ja auch alles unter Kontrolle bleiben. Und so. Ja, wir haben halt diese Möglichkeit, also wir können dann auch nicht die Portale da benutzen zum Beispiel, sondern nur das in unserer Heimatstadt. Wir verlieren Hunger. Wir müssen genauso an den Shops bezahlen, wir müssen genauso Steuern bezahlen. Richtig. Wir fangen genauso wenig Gold an wie ihr. Alles ganz normal. Genau. Nur, dass wir dann eben die Möglichkeit haben, für Recht und Ordnung zu sorgen, wenn es denn notwendig ist. Genau. Dann ist eben noch so der letzte Punkt und vielleicht auch der einleitende Punkt. Wie lange labern wir jetzt schon wieder? Warte. Der wichtigste Punkt natürlich. Ja. Wir labern jetzt 15 Minuten knapp. Ja. Der wichtigste Punkt, ist natürlich, selbstverständlich, kannst du mir bitte auch einen hinstellen? Ach klar. Dankeschön. Dass man sitzen kann. Das ist nach wie vor das beste Feature auf diesem Server. Das findet ihr nirgendwo anders. Kann man sich auf Bergwerk Labs hinsetzen? Kann man sich auf Gomme hinsetzen? Ich denke nicht. Nee. Also von daher, wenn sich der Server nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. Aber ihr müsst für das Sitzen 2 Euro pro Minute zahlen. Das stimmt. Allerdings, das kostet leider ein paar Goldmünzen. Nein, natürlich nicht. Sagst du. Ja. Und dann gab es eben auch noch viele, viele Fragen von euch. Wie zum Beispiel, wie sieht es denn mit einem Umzug aus? Wir haben ja gesagt, dass das theoretisch möglich ist. Mhm. Aber wie ist das generell dann möglich? Und viele, viele weitere Fragen kamen. Und ich würde einfach sagen... Wir beantworten mal ein paar.
Oder im nächsten Part. Oder im nächsten Part, Mann? Ja, Mann. Das gibt mehr Klicks. Wow, es ist. Nein, eigentlich labern wir bloß zu viel und die Videos würden zu lang werden. Ich weiß nicht, wie wir das damals in 45 Minuten geschafft haben. Ich weiß es nicht. Aber gut, dann sehen wir uns morgen wahrscheinlich wieder mit dem nächsten Infovideo. Komm endlich mal Videos bei Blocky, finde ich gut. Geilo. Und ja, dann beantworten wir eure Fragen noch einmal und danach wird dann der Tutorial-Part kommen. Geil. Also, es warten noch 2 Server-Videos wahrscheinlich auf euch und wahrscheinlich danach noch ein paar. Und, naja. Also, bis morgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder so. Bis dann, tschüss. Tschüss.